Die kommenden Rauhnächte. Entdecke deine Yin-Kraft neu. Hey, liebes Glückskind. Bist du auch jetzt, in der dunklen Jahreszeit, stets energiegeladen und voller Kraft? Oder fühlst du dich eher müde, kraft- und lustlos? Ab der Herbstmitte sind die meisten Menschen oft müder als zu anderen Zeiten. Und das ist kein Wunder. Es spielen hier viele Faktoren eine Rolle. So regt zum Beispiel der geringere Lichteinfall auf die Netzhaut des Auges die Melatoninproduktion an, was wiederum müde macht. Während das männliche Yang, also mehr für die Sonne, für die nach außen strebende Kraft und Aktivität und damit für den Frühling und Sommer steht, ist die dunklere Jahreszeit die Zeit, in der wir uns naturgemäß dem weiblichen Yin-Prinzip widmen sollten. Es ist die Zeit der Innen- und Rückschau, des inneren Lichtes, welches gefunden und entzündet werden möchte. Um dieses innere Licht finden zu können, benötigen wir jedoch die Dunkelheit, die Ruhe und Einkehr. Früher, als es noch kein elektrisches Licht gab, sind die Menschen in dieser Zeit zu Hause geblieben. Dort waren sie geschützt, denn die Dunkelheit draußen barg stets auch Gefahren. Ein Haus ist heute das, was einst die Höhle für den Neandertal bedeutete. Auch die Gebärmutter, in welcher sich das Ungeborene befindet, ist eine dunkle Höhle, in der das Kind geschützt und versorgt ist, bis die Zeit kommt, das Licht der Welt zu erblicken. Es gibt also auch in der Entwicklung des einzelnen Menschen sowie in der Entwicklung der Menschheit als solchen eine Zeit für die Dunkelheit und eine Zeit für das Licht. Daraus haben sich etliche Rituale entwickelt. Das Feiern der Rauhnächte ist beispielsweise ein solches Ritual, bei welchem der dunklen Jahreszeit eine besondere Bedeutung beigemessen wird. Es liegt also ein Sinn hinter oder in all dem, hinter deiner Müdigkeit, deines Wunsches nach Schlaf, nach Ruhe, nach Schutz und Geborgenheit. Wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, ist dies ein Naturphänomen, welches sich vor allem in unseren Breitengraden vollzieht. Die langen Nächte, sie bieten eine Chance, einmal vom hektischen und lauten Alltag Abschied zu nehmen und sich deiner Yin-Energie und deiner Bedürfnisse bewusst zu werden. Daher ist die Linie, die im Chinesischen das Yin darstellt, auch unterbrochen. Sie stellt einen Mangel, ein Bedürfnis dar oder eben eine Unterbrechung des Alltags, eine Pause vom Tun. Die Bauern haben früher in der Winterzeit ebenfalls eine Pause von den draußen zu erledigenden Arbeiten gehabt und sich darüber Gedanken gemacht, was sie im kommenden Frühjahr aussehen wollen. Auch hier ging es um das Stillen der Bedürfnisse, der Wünsche und das Ernten im nächsten Jahr. Als kleine Vorbereitung auf die kommenden Rauhnächte kannst auch du dir nun ein paar Gedanken darüber machen, wie das gerade zu Ende gehende Jahr für dich verlaufen ist. Und du kannst dir überlegen, welche Wünsche und Ziele du für das nächste Jahr hast. Welche Samen hierfür kannst du wann und wie legen? Deine ausgesprochenen oder niedergeschriebenen Wünsche sind diese Samen, die im kommenden Jahr aufgehen wollen. Doch der Boden muss in beiden Fällen gut vorbereitet sein. Auch der Boden des Bauern benötigt Ruhe und Zeit, um sich von der letzten Ernte zu erholen und wieder neue Kräfte zu entwickeln. Mutter Erde als Planet und als Mutter Boden verkörpert ebenfalls die Yin-Energie und ist irgendwann ausgelaugt, wenn sie keine Zeit zur Regeneration hat. Du bist ein Kind dieser Erde und solltest dich nicht gegen deine inneren Bedürfnisse wehren
sondern diese, wenigstens zu festen Zeiten, zu stillen gewillt sein. Die Rauhnächte, aber auch die Adventszeit geben dir Gelegenheit für entsprechende Meditationen und Rituale, in welchen du diese besondere Form der Energie würdigen kannst. Dann wirst du, wenn die Tage wieder länger und die Nächte kürzer werden, mit deiner neu entdeckten Yin-Kraft voll durchstarten. Und auch hierbei können dir bestimmte Rituale helfen, dich mit deiner Weiblichkeit auszusöhnen und diese voll zu leben. Doch bis zum neuen Jahr sind es noch einige Tage, in denen du, wie in einem schützenden Kokon, deine Transformation in Ruhe vorbereiten kannst. Ich begleite dich gern auf diesem Weg. Ja. Wir werden dieses Jahr wieder eine wundervolle, intensive Rauhnachtsserie machen. Und diese startet ab dem 21. Dezember, jeden Tag um 18 Uhr hier auf dem Kanal. Alles, was du dafür brauchst, ist ein kleines Notizbuch. Und falls du noch geeignetes Räucherwerk für die Rauhnächte suchst, dann schau dir doch mal das ChakraTunes Rauhnächte-Set an. Den Link dazu findest du hier unten in der Videobeschreibung. Auch das könnte ein wunderschönes Geschenk für die Liebsten sein. Und ihr könnt ab dem 21. die ChakraTunes Rauhnacht-Serie hier auf dem Kanal zusammen verfolgen. Jeden Tag so 10 Minuten. Für heute Nacht empfehle ich dir die Meditation zur energetischen Heilung im Schlaf. Den Link findest du auch in der Beschreibung. Ich danke dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Bis morgen.